Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Jeder, der sich schon mal eine EDC-Tasche gepackt hat oder auch einen Fluchtrucksack, der weiß genau, umso mehr Equipment man in die ganze Tasche hineinpackt, umso schlimmer wird es am Ende etwas wiederzufinden. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr das Ganze so stark optimieren könnt, dass ihr alles direkt wiederfindet, dass es luftdicht verschlossen ist, dass es wasserdicht verschlossen ist, alles ist an seinem Platz und ihr könnt es perfekt organisieren. Und der Hammer ist, es ist so platzsparend, dass ihr Unmengen Material in euren Packsack reinbringt. Und zwar geht es sich um das Thema Vakuumieren. Viel Spaß beim heutigen Film. Normalerweise kennt man Vakuumierer ja nur aus dem Lebensmittelbereich. Und beim Einkaufen habe ich ein Vakuumiergerät gesehen und habe mir gedacht, hey, damit kann man doch auf jeden Fall irgendwas anfangen. Und ja, das hier ist das Ergebnis. Also ich habe jetzt hier einfach mal ein bisschen Outdoor-Kram zusammengepackt, vakuumiert. Und das Beste ist halt, das Ganze ist halt ja maximal so dick wie der Keks hier. Ungefähr so, ich sag mal, 3 cm. Aber schaut, was da alles drin ist. Ich werde das Ganze nachher noch auspacken, damit ihr einmal seht, was da alles enthalten ist. Aber wie gesagt, das ist 3 cm dick. Hier habe ich eine zweite Variante gemacht. Die ist, wenn überhaupt, 2 cm dick. Das Ganze insgesamt so. Und hier ist halt unglaublich viel Kram drin. Und das Starke ist jetzt halt ganz einfach, wenn man hingeht und beispielsweise seinen Fluchtrucksack packen möchte, dann hat man hier einen Rucksack. Das ist jetzt eine Variante von meinen Rucksäcken. Die vakuumierten Sachen reinschmeißen. Das ebenfalls noch dazu. Und jetzt schaut, wie viel Platz hier noch ist. Also hier könnte ich noch mal ganz leicht Wasserflaschen reintun. Schaut. Und selbst dann habe ich hier oben noch ungefähr 4-5 cm Luft. Und die Flasche selber, die hat so ungefähr, ja, ich sag mal 8 cm, 9 cm. Also das ist wirklich brachial. Was stark ist, wenn man es nachher braucht, holt man es einfach raus, schneidet es auf und man kommt an das ganze Equipment ran. Wie gesagt, der Vorteil ist hierbei natürlich, dass es luftdicht verschlossen ist, dass es wasserdicht verschlossen ist und ich kann mir halt verschiedene Packs zurechtstellen. Ich kann mir hier zum Beispiel hier oben, da wo halt der nicht vakuumierte Bereich ist, ein Loch reinmachen, mache mir mehrere Tüten, hänge mir die alle an die Wand. Und je nachdem, welche Tour ich plane, packe ich halt die entsprechenden Sachen ein. Wie gesagt, was in den Tüten enthalten ist, das zeige ich euch später. Ich lege die jetzt erstmal beiseite. Jetzt soll es um das eigentliche Vakuumiergerät gehen. Ich habe mir hier einfach ein günstiges gekauft. Das hat 25 Euro gekostet. Ist jetzt hier in dem Fall von der Marke Silvercrest. Es gibt auch Klaproniq und keine Ahnung, wie die ganzen Geräte alle heißen. Wichtig ist halt nur, dass die zum einen vakuumieren können, dass sie natürlich die Folie am Ende verschweißen. Das ist jetzt in meinem Fall nicht so wichtig. Das wäre für Flüssigkeiten, das für naja, weiche Lebensmittel. Das ist dann so eine Art Soft-Funktion. Das heißt, es wird nicht alles so extrem vakuumiert wie jetzt hier, dass da wirklich kein Staubkorn mehr reinpasst, sondern etwas lockerer. Und tatsächlich weiß ich gar nicht genau, wofür die Taste hier ist, weil ich habe mich auch gar nicht so sehr damit befasst, denn mir ging es nur darum, ich muss vakuumieren können. Was auch wichtig ist, bei dem Gerät hier, da ist so eine Endlosrolle dabei. Also es gibt Vakuumiergeräte, die haben Beutel mit einer bestimmten Größe, beispielsweise 2 Liter, 3 Liter, 5 Liter. Die Tüten kann man dann vollpacken, vakuumieren, fertig. Und hier ist es so, das ist eine, Moment, jetzt muss ich auf die Verpackung schauen. Das sind die Ersatzrollen dafür und das sind 2 Rollen mit jeweils einer Länge von 3 Metern. Das heißt, im besten Fall könnte ich also tatsächlich einen 3 Meter langen Gegenstand hier drin vakuumieren. Beispielsweise, wenn man seinen Wanderstock luftdicht verpackt auf dem Dachboden unterbringen möchte, dass da halt nichts rankommt, könnte man das hier mitmachen. Das war halt der starke Vorteil von diesen Endlosrollen, dass ich hingehen kann und kann halt die Sachen so zusammenpacken, wie ich es brauche, auch so sortiert, wie ich es haben möchte. Und am Ende wird das Ganze dann vakuumiert. Jetzt zeige ich euch noch einmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. So, bevor wir jetzt loslegen können, wir haben ja jetzt hier eine offene Seite. Und wenn ich jetzt hier Material reinlege und vakuumiere das hier oben, dann ist es ja hier auf der Seite immer noch offen. Deswegen gehe ich einfach erstmal hin und vakuumiere mir hier diese Seite, dass das schon mal geschlossen ist. Einfach verschweißen. Das dauert dann ein paar wenige Sekunden. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hier ist so eine rote LED. Gleich blinkt die und dann ist das das Zeichen dafür, dass der Schweißvorgang fast abgeschlossen ist. Okay, das war's schon. Ich gehe mal hin und mache sicherheitshalber noch eine zweite Schweißnaht, weil hier an den Seiten, da ist es wirklich, wirklich sehr dick, das Material. Also das hält unglaublich gut. Ich starte hier mal den zweiten Schweißvorgang. Währenddessen kann ich euch das hier zeigen. Das ist ja jetzt das Set, was ich schon gepackt habe. Und hier kann ich wirklich
dran reißen, wie ich will. Ich reiße hier oben zwar das Material ab, aber an der eigentlichen Naht passiert nichts. 0,0. Das ist also wirklich, wirklich irre. Das hält wie Sau. Wirklich stark. Und vor allen Dingen, zwei Schweißnähte sind halt sicherer als eine Schweißnaht. Das kann ja immer mal was sein. So, jetzt habe ich mir hier zwei parallele Schweißnähte gemacht. Okay, relativ parallel. Die laufen etwas konisch zu, aber das ist wurscht. Wichtig ist halt nur, dass es auf der Seite verschlossen ist. Dann suche ich mir mein Material zusammen, was ich mitnehmen möchte. Ich habe mir gedacht, es wäre halt sehr sinnvoll, ein paar Klamotten einzupacken. Das heißt, eine Unterhose, ein paar Socken, ein Shirt sowie eine Hose. Jetzt schaue ich halt, wie ich das am besten hier unterbringe. Ich lege mir das immer vorher erst einmal so hier zurecht. So, der passt dann vielleicht noch hier drauf. Und die macht man nicht so als Knubbel, sondern legen es so längs in die Mitte. Das heißt, ich brauche ungefähr diese Länge. Das schneide ich mir jetzt mal ab. Jetzt kann ich hingehen und mir die Sachen da reinpacken. Und schaut auch hierbei schon, dass ihr keinen Platz verschwendet. Socken noch in die Mitte. So, jetzt seht ihr das schon. Wenn ich das jetzt einfach so in meinen Rucksack reinpacken würde, dann hätte das Ganze eine Dicke von, schau mal, dass ich das so irgendwie zeigen kann. So, das sind ungefähr, auch wenn ich das etwas platt drücke, na, ich sag mal so um die 5, 6 Zentimeter werden es schon sein. In der Breite ändert sich natürlich nichts. Aber jetzt gehen wir einfach mal hin und schauen mal, wie gut unser Vakuumierer vakuumiert. Wichtig ist halt, dass diese Nähte hier jetzt genau hier in diesem Vakuumfach liegen. Da ist halt der Bereich, wo die Luft abgesogen wird. Dann schließen wir das Ganze vorsichtig, dass es sich nicht mehr verschiebt. Und jetzt könnte etwas laut werden. Und wir sehen gleich, wie dann hier die Luft rausgesogen wird. So, schauen wir mal. Das Ganze ist also schon relativ luftig verpackt, aber ich merke, wenn ich jetzt hier so rasche, dann habe ich schon die Möglichkeit, da noch hin und her zu schieben. Das heißt, ich glaube, dass hier vorne der Bereich einfach zu groß gewesen ist. Deswegen schneide ich das jetzt mal etwas kürzer ab, damit halt wirklich hier direkt die Luft rausgesaugt werden kann. Wenn ich jetzt aufschneide, kommt natürlich direkt wieder Luft rein. Aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Dann legen wir uns das Ganze wieder hier drauf. Und starten das Ganze halt noch einmal. So, das ist natürlich jetzt schon ein ganz anderes Ergebnis. Das ist jetzt also wirklich knüppelhaft. Schaut euch das an, wie viel dünner das geworden ist. Also vorhin hatten wir, glaube ich, 7, 8 cm und jetzt haben wir vielleicht 3. Natürlich ist das Ganze jetzt nicht mehr knitterfrei. Aber ich denke, darum geht es in einem Notfallrucksack weniger. Jetzt könnte man natürlich hier oben die zweite Naht noch machen. Was auch interessant ist, ich habe das jetzt gerade beim Aufnehmen gemerkt, der erste Komprimiervorgang, der hat ungefähr 3 Minuten gedauert. Und man hat ja gemerkt, da war die Luft halt nicht komplett rausgegangen, eben weil ich hier vorne zu viel Luft hatte. Das heißt, das Material wird hier zusammengezogen und das verhindert die Möglichkeit, dass weiter Luft abgesaugt werden kann. Deswegen sollte man das relativ knapp abschneiden. Dann wird das halt wesentlich besser komprimiert und vakuumiert. Ja, und jetzt hätte ich halt hier Unterwäsche, Socken, ein Shirt und eine Hose zusammengepackt auf ungefähr 3 cm Dicke im DIN A4 Format. Würde halt wunderbar zu meinem anderen Kram passen. Das Ganze wäre jetzt ungefähr, na, ich sag mal, unter 10 cm auf jeden Fall. Und ich habe natürlich dann immer noch, wie zum Beispiel hier bei den Packs, wenn ich hier jetzt was drauflege, dann seht ihr jetzt ja, dass sich hier kleine Lücken bilden, die ich dann immer noch füllen könnte. Praktisch ist aber halt, wenn ich an den Rucksack rangehe, wollte ich nur schauen, ah, okay, da ist das, was ich brauche. Aufschneiden, rausnehmen. Man hat immer noch einen Beutel, wo die restlichen Sachen dann drin sind. Das heißt, die fliegen nicht einfach irgendwo im Rucksack umeinander. Und wenn man dann wieder zu Hause ist, kann man ja alles wieder neu vakuumieren, dass es halt wieder ordentlich verpackt ist. Aber ich finde das halt unheimlich stark, unheimlich geil, unheimlich super sortiert. Und jetzt, wie bereits angekündigt, zeige ich euch nochmal die ganzen Sachen, die ich hier reingepackt habe. Beziehungsweise ich schmeiße das nochmal kurz in den Rucksack, um zu sehen, wie viel Platz das jetzt ausmacht mit der Wäsche, die ich jetzt eingepackt habe.
So, da haben wir den Rucksack drin. Das heißt, das erste Pack rein, das zweite Pack rein, das dritte Pack. Und selbst jetzt habe ich immer noch an der Seite so viel Platz. Zeige ich das am besten. Schaut mal. Ich bin jetzt auf dem obersten Paket. Hier oben ist der Rand. Das sind also nochmal ungefähr 10 cm Höhe, die ich jetzt hier habe, um weitere Sachen reinzupacken. Zum Beispiel ein Grail-Wasserfilter oder eine Axt, eine Säge, ein großes Messer. Also hier wäre jetzt wirklich immer noch so viel Platz drin, um so viel Kram reinzupacken. Und das, obwohl ich bereits so unglaublich viel Zeug hier eingepackt habe. Wie gesagt, was jetzt alles dabei ist, zeige ich euch jetzt nochmal. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass man zum Öffnen dieser Vakuumbeutel definitiv ein Messer braucht, eine Klinge, eine Schere etc. Weil so, ich kann es nochmal zeigen, ihr habt keine Chance, das so aufzureißen. Deswegen auf jeden Fall zumindest ein kleines Taschenmesser in der Tasche haben. Die Wäsche packe ich jetzt erstmal nicht aus, weil ihr habt ja gesehen, wie ich die eingepackt habe. Da wisst ihr, was drin ist. Fangen wir erstmal hier mit dem Pack an. Ich breite das Ganze jetzt einfach mal hier nebeneinander aus, dass ihr seht, was drin ist. Wenn es dann einmal offen ist, geht es ganz schnell. Also wir haben dabei hier Teelichter, einen Nagelknipser, einen Tampon, etwas Angelschnur. Hier haben wir Büroklammern, etwas Draht. Hier sind noch die Angelhaken und Gewichte, die zu der Angelschnur gehören. Dann habe ich jetzt hier Brausetabletten, Magnesium, Calcium und ich glaube Vitamin C ist es gewesen. Dann ein paar Sorten Tee, dass man halt in einer Notsituation nicht immer nur Wasser trinken muss. Haben wir ein paar Teebeutel dabei. Natürlich Allergietabletten, die lege ich mal hier an die Seite. Kopfschmerztabletten, Dextroenergen, wird jedem bekannt sein. Etwas Klebeband, das lege ich mal hier hin. Jetzt geht mir hier schon fast der Platz aus. Dann habe ich hier dabei eine Mütze, stinknormale Mütze, die aber auch unheimlich hilfreich sein kann, wenn es kalt ist. Paracord, eine Mullbinde, verschiedene Pflaster, Streifenpflaster, längliche Pflaster, eine Rettungsdecke, die ich halt ausgepackt habe, weil sie sich dann besser vakuumieren ließ. Hier die war etwas anders verpackt, also ich habe zwei Rettungsdecken dabei, die war hier etwas anders verpackt, deswegen konnte ich die eingepackt lassen. Hier habe ich sogar noch das Werbungsschild dabei und ein Buff, beziehungsweise kein Buff, aber ein, wie heißt das genau? Schlauch, Halstuch, Halsschlauchtuch, ich weiß es nicht genau, irgendwie so heißt es. Das lege ich mal hier zu der Mütze. Das war jetzt der Inhalt von der einen Tasche. Jetzt kommt der coole Vakuumierbeutel, sage ich mal, weil da sind eher so die Werkzeuge drin. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, dieses, wo der Beutel Luft gezogen hat. Das ist natürlich schon extrem geil. So, also hier haben wir Notnahrung. Zwei Pakete, die lege ich mal hier an die Seite. Die würden also schon für 2 Tage reichen. Nochmal ein Tampon. Durchfalltabletten. Geht mir wirklich langsam der Platz aus. Eine Signalpfeife. Ein feststehendes schmales Messer. 10 cm Klinge. 3 mm dick. Kann man sehr ordentlich mit arbeiten. Noch etwas Paracord. Und ein Feuerstahl. Zusammen mit einem Zündmaterial hier hinten. Da kann man hier hinten das Material abschaben. Das ist auch so ein Magnesiumgemisch, was halt erstens sehr leicht entzündet und sehr heiß brennt. Hiermit wird es dann entzündet. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier ist auf der Seite tatsächlich ein Feuerstahl. Dann habe ich hier für den Wasserfilter, für den Sawyer, den Beutel, ein Metallrohr, sei es, um es als Strohhalm zu nutzen oder um Feuer anzublasen. Dann der Sawyer Wasserfilter. Dann habe ich mir hier selber gebaut. Hier oben ist halt Watte drin, damit mir hier diese Aktivkohle nicht herausfällt. Und die dient einfach dazu, die kann auf den Feuer drauf, achso, hier, das muss ich rausmachen, das ist halt nur zum Schutz, aber ich lasse es jetzt mal drin. Das wird also einfach hier drauf geschraubt und schon hat man einen Sawyer-Wasserfilter mit Aktivkohlefilter. Das Ganze hat eine Länge jetzt von ungefähr, ja, was mag es sein, 10, ja, vielleicht 20 cm, aber der Aktivkohlefilter verstärkt halt die Funktion des Sawyer-Wasserfilters enorm, weil jetzt auch Viren und sowas angegangen werden können, was der Sawyer alleine ja nicht kann. Also Wasserversorgung ist gesichert. Dann habe ich hier eine kleine Schleuder dabei, sei es zum Jagen von kleinen Wildtieren vielleicht. Dafür einfach Stahlkugeln,
etwas Kienspan. Okay, dadurch, dass der vakuumiert war und jetzt in der Sonne gelegen ist, riecht der brutal und klebt wie Sau. Dann ein paar Kaffeebohnen und natürlich den Behälter der Kaffeebohnen, den man ja auch bestimmt für irgendwas wiederverwenden kann. Eine Pinzette, ein Feuerzeug, nochmal zwei Zündstähle, einmal purer Zündstahl. Hier auf der Seite habe ich dann auch etwas Kienspan angebracht, einfach als Griffstück und wickelt einfach mit Klebeband, Gewebeklebeband. Dann haben wir noch hier drin natürlich, was nicht fehlen darf, eine Taschenlampe, verschiedene Farbmodis und die letzten beiden Stücke einmal Victorinox und natürlich noch einmal Victorinox. Das sind einfach so die coolsten Werkzeuge, die man haben kann, neben Leatherman natürlich. Die beiden schenken sich nichts. So, und das ist halt das Equipment, was ich eingepackt habe. Ihr wisst es noch vorhin, das Equipment war ungefähr 4-5 cm dick, beziehungsweise der Block war 3 cm, die andere Tasche war 2 cm, sagen wir mal ungefähr 5 cm waren die zusammen dick, so groß wie ein DIN A4-Blatt und der ganze Kram war da untergebracht. Natürlich könnte man das auch einfach alles so wie es ist in den Rucksack reinfeuern, dann hat man es auch dabei. Aber erstens ist es dann schwierig, irgendwas zu finden, wenn man was Bestimmtes braucht. Zweitens ist das Ganze sehr unordentlich, weil man möchte ja vielleicht auch noch andere Sachen hinzupacken und dann wird es noch unübersichtlicher. Und drittens kann man sich das Ganze so, ja, ich sag mal so thematisch ordnen. Bei mir war es ja auch so ein bisschen thematisch geordnet. Ich hatte einmal so die medizinischen Sachen zusammen mit den Lebensmitteln und in der anderen so die Werkzeuge. Natürlich kann man das noch etwas weiterspinnen, wie zum Beispiel mit der Wäsche, wie ich es in dem einen Beutel gemacht habe. Oder aber auch vielleicht Notizen sicher verpacken. Zum Beispiel, wenn man sich einen Fluchtrucksack packt, könnte man seine ganzen Dokumente nehmen, Zeugnisse, Kopien etc., Geburtsurkunde, Stammbuch, was weiß ich, alles Kopien machen, das Ganze in einen Ordner rein, den Ordner vakuumieren, dann ist auch der wasserdicht geschützt. Und das kann ja sehr entscheidend sein in einer Notsituation. Und ja, es ist halt auch hier wieder dem freien Geist überlassen, was man alles reinpacken möchte. Ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Zusammenstellung, weil ich auf sehr viele Bereiche vorbereitet bin. Natürlich könnte man hier das eine oder andere ergänzen. Zum Beispiel, was ja jetzt dank Seven vs. Wild sehr im Gespräch ist, ist diese Dyneema-Schnur. Das ist etwas dickere Angelschnur. Ich habe hier halt nur so eine günstige, wo so eine ganze Rolle, keine Ahnung, ich glaube 4 € gekostet hat oder irgendwie sowas. Aber für den Notfallrucksack wird mir das jetzt zum Beispiel reichen. Und wie ich vorhin gezeigt habe, man kann sich natürlich mehrere dieser Beutel fertig machen. Dann macht man sich hier oben im nicht vakuumierten Bereich ein Loch. Und wenn man die Möglichkeit hat, sich einen Raum herzurichten, dann kann man die einfach thematisch an die Wand hängen. Und jedes Mal, wenn man eine Tour macht, beispielsweise bei einer Bergtour, braucht man vielleicht anderes Equipment, als wenn man jetzt auf eine Höhlentour geht. Und dann kann man sich halt die Tasche dementsprechend zusammenpacken. Es ist alles bereits vorgepackt. Und das finde ich halt wirklich, wirklich bärig. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch der Vorteil, dass gerade Lebensmittel dadurch wesentlich haltbarer gemacht werden. Ob das sich jetzt auch auf die Medikamente auswirkt, glaube ich eher nicht, weil die sind ja schon geblistert bzw. verpackt. Da wird sich also an der Haltbarkeit wohl eher nichts ändern. Aber hier zum Beispiel hat man auch den Vorteil, das ist ja jetzt schon vakuumiert und sehr, sehr geil verpackt mit einer Haltbarkeit von, ich glaube, 10 Jahren oder irgendwas, 2043, also sogar 20 Jahre ist das Zeug haltbar. Wenn man jetzt da einen dieser Kekse rausholt, ich glaube, das sind insgesamt drin 4 Stück oder 8 Stück, ich weiß nicht mehr genau. Wenn man die jetzt rausholt, hier steht 4 Riegel, 4 Riegel à 62 Gramm. Wenn man jetzt einen rausholt, hat man 3 Riegel lose rumfliegen, weil man muss ja nicht immer das ganze Paket futtern. Und da hat man halt den Vorteil, dass man das zu Hause wieder vakuumieren kann. So viel zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es für mich selber wieder sehr interessant. Auch hier ist es wieder so, man kann sich da wirklich austoben, den Gedanken freien Lauf lassen und sich alles so zusammenpacken, wie man es sich selber wünscht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.